Der Bundestrainer ist da. Guten Abend, Christian Prokop. Guten Abend. Haben Sie dieses Spiel ganz unbeschwert mal genießen können? War das so die beste Medizin, die es brauchte heute? Genießen vielleicht die letzten 10 Minuten. Ansonsten ist das schon eine mental große Herausforderung gewesen vor diesem Spiel. Und dafür ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wer Kroatien so einen Fight liefert und ja, unverdient das Ding verliert, am Ende aus unserer Sicht sicherlich, weil wir zu leichte Fehler in der Schlussphase machen, aber sonst sehr stark spielen, war die Herausforderung ja innerhalb von 48 Stunden gegen eine Heimmannschaft hier, die begeistert hat, die nochmal alles raushauen möchte, dagegen zu halten. Und das haben wir nach einem schwierigen Start sehr gut gemacht. Aber merkt man ganz deutlich auch bei Johannes Bitter eben, der sofort sagte, Mensch, schade, dass nicht noch mehr möglich ist. Man kommt auch heute ohne Kroatien nicht drumherum irgendwie. Ne? Die Herausforderung war riesengroß. Haben Sie denn die Reaktion der Mannschaft genauso gesehen, wie Sie sie wollten? Ja, also nochmal, das ist erstmal, wer Leistungssport macht, kann das verstehen, sehr, sehr schwer, wenn man Medaillenträume oder ein mögliches Halbfinale begraben muss. Und dann zeigt sich ja ein Charakter von allen Spielern. Und das ist mal leicht so dahingesagt. Und gerade wenn man merkt, dass Österreich ja sehr gut ins Spiel startet, Bilek super trifft und wir mit 2-4 im Hintertreffen sind, dann ist ja eine Reaktion so gefragt. Und da hat die Mannschaft ganz konzentriert, konstant bis zum Ende durchgezogen und dafür Hut ab. Dann hören wir mal kurz einen Ihrer Spieler, der somit das leichteste Händchen hier überhaupt hat, Timo Kastening bei Peter Carstens. Ja, und der hat sich eben auch ganz schön amüsiert. Der kommt aus Hannover, ist dem bundesweiten Publikum noch nicht so bekannt, aber in diesen Tagen trumpft er richtig auf. Wie erleben Sie die letzten Tage und speziell das Spiel heute? Ja, ich glaube, speziell das heutige Spiel war sehr gut für uns. Ich glaube, das war so ein bisschen Balsam für die Seele, weil ja, es war nicht einfach, in dieses Spiel zu gehen. Ich glaube, das hat man auch am Anfang gemerkt. Dann haben wir aber uns einen Ruck gegeben und sind, glaube ich, gut ins Spiel gekommen. Und wenn man so Handball spielt, macht es Spaß. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch ein klares Statement der Mannschaft für Ihren Trainer Christian Prokop. Wie haben Sie die Diskussion im Umfeld mitbelebt? Denn einige fragten sich ja schon, ist das noch der neue Trainer, mit dem man auch in die Olympia-Qualifikation gehen kann? Ja, das ist ja echt, ich weiß nicht, man verliert mit einem Tor gegen Kroatien und dann wird der Trainer in Frage gestellt. Ich glaube, für uns war es heute wichtig, ein richtig gutes Spiel zu zeigen gegen Österreich. Wir wollten zeigen, dass der größere Bruder auch stärker ist und ich glaube, das ist uns eindrucksvoll gelungen und da gehört jeder zum Team dazu und das haben wir, glaube ich, heute gezeigt. Vielen Dank für das Statement, also eine intakte Mannschaft und dann geht es in die Olympia-Qualifikation. Vielen Dank, Timo. Gerne. Na, die haben wir ja hier gesehen durchs ganze Turnier. Aber dann, ich glaube, dann sparen wir uns die spieltaktische Analyse. Nehmen wir gerne das auf, was Timo Kastening gebraucht hat. Würde ich gerne von Ihnen persönlich wissen. Brauchten Sie für sich ein Statement der Mannschaft für Ihre Position? Also ich habe ja schon vor dem Turnier gesagt, dass ich mir angewöhnt habe, nicht mehr im Internet zu lesen oder irgendwelche Zeitungen zu lesen. Von daher habe ich wirklich davon sehr wenig mitbekommen. Ich habe was mitbekommen, weil ich einfach viele Freunde habe, die mir unverständliche Nachrichten schicken und nachfragen, was da los ist. Ich finde es schon ein Unding und finde toll, wie Timo geantwortet hat. Ich kann vieles verstehen, wenn man einen Trainer in Frage stellt. Aber wenn man gegen Kroatien so einen Fight hinlegt und wenn man am Ende unglücklich verliert, wenn man sieht, was wir für eine kurze Vorbereitungszeit hatten, wie viele Spieler dort einfach sich einspielen mussten und deswegen sich gesteigert haben von der Vorrunde über die Trainingseinheiten, über den Zusammenschluss bis in die Hauptrunde, dann liefern wir so einem Olympiasieger so einen Fight und dann wird das Thema aufgemacht. Das ist schon sehr bitter. Habe ich total Verständnis für. Vor allem natürlich sollte man nie zu viel hin und her und quer lesen. Wichtig ist aber natürlich, was innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Stabs stattfindet. Und da würde ich dann doch nochmal nachhaken. Man kann natürlich jetzt sagen, wir verlieren mit dem Tor gegen Kroatien. Man kann immer Spiele mit Sekunden, mit kleinen taktischen Geschichten bewerten. Fakt ist aber ja, dass das dritte Turnier in Folge nicht die Zielsetzung bekommen hat. Sehen Sie nicht auch das große Ganze dann? Ich möchte nur mal wissen, wie das im Stab bewertet wird. Nein, Herr Bommes, da sehe ich nicht das ganze große Ganze. Wer das verfolgt hat, dass wir 6 Ausfälle haben, dann ist es schon lobenswert, wie diese Mannschaft sich hier in das Turnier fightet. Und da geht es mir nicht darum, das nackte Resultat zu bewerten. Das ist sehr leicht und das ist nicht richtig, sondern mein Maßstab liegt woanders. Wie die Mannschaft sich zerreißt, wie sie die deutschen Fans mitnimmt, das sind Dinge, die ganz entscheidend sind. Das haben wir 2 Spiele in der Hauptrunde hervorragend gemacht. Die Euphorie ist wieder gekommen. Dann kriegen wir so einen Nackenschlag und heute spielen wir gegen einen starken EM-Gastgeber Österreich. Und wir packen das, weil wir wieder zusammenhalten, weil der innere Kreis einfach stark ist.
Bist du d'accord, Dominik? Und vor allem vermisst du dann, wenn du d'accord bist, wie man so schön sagt, vermisst du dann eine klare Rückendeckung, ein klares Bekenntnis? Denn dieses Interpretationsspiel, was jemand sagt und was nicht macht, das müssen wir als Sportler ja nicht mitmachen. Ja, zuerst einmal gilt es aus Spielersicht. Ich glaube, keiner von uns und ich speziell auch nicht in meiner Karriere, habe jemals für, geschweige denn gegen einen Trainer gespielt. Allerdings stelle ich mir auch die Frage, wie Christian, wo ist aber dann die Rückendeckung aus dem Umfeld, wenn solche Informationen, solche Fragen gestreut werden. Wir lesen sehr, sehr viel, also wir müssen das ja dann auch während so einem Turnier. Und da stellt sich wirklich die Frage, was ist aber in diesem System DHB gerade so verkehrt, dass so was wieder aufkocht? Weil wir sind teilweise wieder bei 2018, obwohl das eine ganz andere Situation war. Danach hat man sehr viel aufgearbeitet. Aber es kommt ja trotzdem zur Diskussion. Und da stelle ich mir die Frage, wo ist da der Funke, warum sowas losgetreten wird? Weil diese Konstellation und diese Statement von Christian kann ich absolut verstehen, weil zwischen der Mannschaft und dem Trainer hat sich ja was entwickelt. Auch während diesem Turnier. Aber dann muss man auch im Umfeld fragen. Ja, das ist ja immer wichtig zu sehen, ohne dass man es gutheißen muss, wie natürlich aber im Leben oder vor allem im Sport so etwas funktioniert. Es wäre ja auch möglich gewesen, die Ziele ein bisschen zu korrigieren, weil jeder natürlich Verständnis dafür hat, wenn solche wichtigen Spieler nicht dabei sind. Ist immer die Frage, ob man sich dann oberflächlich dran messen lassen muss, so wie Sie es empfinden. Dann. Wie gesagt, Herr Bommes, wir können das ganz nackt und nüchtern analysieren und dann können Sie mir sagen, ja, Sie sagen Halbfinale und jetzt wo ist das Halbfinale? Aber ich bin ja vom Halbfinale nicht abgewichen, weil ich meine neue Mannschaft vieles zugetraut habe. Und es ist ein Tor am Ende gewesen. Ich wollte sie nicht schwächen von den Zielen her. Aber wir haben immer gesagt, dass die Erwartungshaltung an diese Mannschaft gedämpft werden soll. Und das darf man nicht vergessen. Und diese Mannschaft hat eine schwierige Vorrunde gehabt, weil zwei Neulinge dabei waren, die unbekannt waren, die wir aber gemeistert haben. Gegen Spanien waren wir voll unterlegen, weil das eine total ausgebuffte und coole Mannschaft ist. Aber wir haben uns weiterentwickelt und das ist mein Maßstab. Ich muss sehen, einfach wie diese Truppe Schritt für Schritt nach vorne macht. Wir haben eine Olympia-Qualifikation, wo wir ganz wenig Zeit haben. Und es geht ja um die Entwicklung. Natürlich wird man am Ergebnis gemessen, aber das sollte realistisch eingeordnet werden. Sind Sie fest überzeugt, mit den Zurückkehrern dann auch die Mannschaft zu Olympia und da auch zu welchem Ziel dann auch immer zu führen? Ja, weil wir haben ein Testspiel noch gegen die Niederlande in Magdeburg. Und das im März. Und diese EM jetzt nicht mehr weiter zu nutzen, wäre halt fatal, weil wir so wenig Zeit haben. Und natürlich freue ich mich über die Rückkehrer dann. Aber diese Mannschaft entwickelt gerade ein richtig gutes Gefühl für sich. Ja, und ich finde das ja auch absolut in Ordnung zu sagen, mit klarer Brust, wir weichen von unseren Zielen nicht ab. Vor allem, weil sie, glaube ich, auch ein Zeichen nach außen für den Sport gesetzt haben, dass die Handballer in diesem Fall einfach sagen, egal was passiert, wir machen unser Ding. Vielen Dank. Alles Gute für, was haben wir heute, für Mittwoch und dann auch fix ist das Spiel um Platz 5 für Samstag. Bob Hanning ist zu uns gekommen noch, der DHB-Vizepräsident. Wie fanden Sie das Spiel? War es das Statement, was es brauchte? Gab es überhaupt einen Wunsch nach dem Statement? Ich finde, wir sind für die offenen Worte heute, einiges auszuräumen. Ja, ich finde, dass die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat. Das hat Christian ja gerade gesagt, es ist nicht einfach, in so einer Situation so ein Spiel auch hinzulegen, aus so einem tiefen Tal rauszukommen und noch vor zwei Tagen sowas erlebt zu haben und dann so einen Auftritt hinzulegen, das war aller Ehren wert. Mhm. Haben Sie auch, weil der Christian Prokop gerade sehr deutlich war und Dominik auch nochmal das ansprach, wir sind ja immer so ein bisschen im interpretatorischen Spielraum. Da fiel natürlich auch Ihr Name, weil Sie sagten, wir müssen sehen, was die Mannschaft mit dem Trainer macht. Wie war das gemeint? Nein, was die Mannschaft und der Trainer macht, das ist der Unterschied in der Formulierung. Das heißt, was macht die Mannschaft mit dem Trainer in diesen Spielen und kriegen wir jetzt ein gutes Gefühl für Olympia. Haben Sie es? Das habe ich. Haben Sie, okay. Dominik, ich hatte gerade so ein bisschen bei Christian Prokop das Gefühl, und das kann ich nachvollziehen, auch, dass er immer das Gefühl hat, dass wirklich nur die reinen nackten Zahlen gemessen werden. Wenn wir aber mal schon die Amtszeit bewerten, dann sind es natürlich immer diese wichtigen Spiele gewesen, 2018, 2019, Halbfinale, Platz 3 und auch hier Spanien, Kroatien, die verloren gegangen sind. Was fließt da in deine Bewertung ein? Ja, die Entwicklung des ganzen Systems. Wir haben ja vorhin in der Halbzeit schon davon gesprochen, das spielerisch mal aufzuarbeiten. Aber die Frage, die sich ja stellt, warum, ich wiederhole mich da jetzt auch nochmal, warum kommen wir immer in diese Systemfrage, ob diese ganze Stuff, ich sehe keine einheitliche Meinung und die sehe ich nicht. Das ist meine Frage. Sehen Sie die und fließt das in die Analyse mit ein, die 3 Jahre? Oder sagen Sie auch, komm, jetzt geht mal von den Zahlen weg, Leute, wir hatten Ausfälle. Also die einheitliche Analyse sehe ich schon. Ich weiß nicht, wo die nicht sein soll. Es ist immer schön, man bringt große Themen auf, um sie dann hinterher wieder einzufangen und sagt dann aber, wie kann man denn sowas sagen? Also von daher, wichtig ist, dass wir intern einig sind und wir sind uns intern einig und
die Grundsituation zu sagen, wir analysieren jede EM oder jede WM als Einzelnes, das ist doch letzten Endes nur professionell. Ja, definitiv. Aber Axel Kromer in der Halbzeit zum Beispiel, und nochmal, wir wollen nicht das Spiel machen, wir brauchen jetzt ein klares Ja, klares Nein, aber man hat schon ein bisschen den Eindruck, wenn das Ganze so einig und stabil ist, dann würden Diskussionen nicht kommen, dann wäre doch so eine Gruppe so intakt, dann können die Leute auch sagen, was sie wollen. Genau, das können sie bei mir schon seit Jahren ja sagen, was sie wollen. Das hat mich 7 Jahre nicht interessiert und das wird mich, solange ich die Zeit noch habe, auch die nächsten 1,5 Jahre nicht interessieren. Na gut, dann freuen wir uns natürlich, wenn die Gruppe jetzt noch eine Woche funktionieren, zusammenbleibt und mit Christian Prokop auf eine Olympia qualifiziert sind. Alles Gute, gute Woche noch. Dominik, sag uns noch einen Abschlusssatz zu heute Abend. Platz 5, das ist das Spiel, worauf es jetzt noch ankommt. Die Mannschaft hat noch weitere 2 Spiele, um sowas abzufeiern, um sich auch als Mannschaft weiterhin zu finden, weil wir haben den Bundestrainer gehört, er denkt auch schon weiter Richtung der Qualifikation für Olympia. Die Handball-Europameisterschaft live im Ersten.